Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Täter, und herzlich willkommen zur, Schurumurra-Ausgabe heute am Mittwoch, dem 4. Oktober 2017, liebe Täter. Ich mache jetzt noch eine Ausgabe schnell mit euch und Ihnen und dann würde ich mir erlauben, bis einschließlich Sonntag mich von Ihnen zu verabschieden. Wenn Sie sagen, was ist mit einer Rohstoffwochenendausgabe, da wird Tom in seiner schriftlichen Ausgabe zu den Devisen auf Gold oder auf Silber schauen. Und Silvio ist so nett und schaut in seiner schriftlichen Ausgabe zum S&P 500 am Wochenende auch auf den DAX. Und ich muss Ihnen sagen, ich habe die letzten Tage gar nicht auf den Markt geguckt. Und deswegen müssen Sie auch bitte mit meinen heutigen Aussagen noch skeptischer sein als sonst. Normalerweise müsste ich sagen, ich bin off. Aber die Zeit kann ich mir nehmen, mit Ihnen einmal auf diese Werte zu schauen. Mit dem Wissen, dass ich jetzt gerade einen größeren Abstand zum Markt habe. Und ab Montag, wie Sie es kennen, bin ich ganz regulär für Sie da. Eine Sache will ich Ihnen aber vorweg zeigen. Ich hatte Ihnen erstens Crude gezeigt und Sie hatten gesagt, liebe Leute, der Crude-Preis läuft in Richtung einer Widerstandszone. Hier 52,60, möglicherweise haben wir hier einen Trendkanal. Das weiß ich nicht, ob der dahin laufen will, aber ich weiß eins, der sieht überkauft aus und nachdem der Markt hier diesen Ausverkauf gemacht hat, sehen Sie diesen Ausverkauf, das heißt, der bricht aus, konsolidiert, versucht nochmal und bam, sagen die Bären, nicht. Da habe ich gesagt, okay, Achtung, gibt zwei Möglichkeiten. Erstens, spekulativ, unterhalb dieser Konsolidierung, unterhalb der 200-Stunden-Linie, ist das Ziel $50. Das war eine Trading-Möglichkeit von 2,8% in gerade mal einem Tag. Klassische Swing-Trading-Möglichkeiten. Ich hätte gesagt, oder spekulativ, Sie warten das noch ab. Läuft ungefähr auf das Gleiche hinaus. Das Ziel ist 50. Schauen Sie mal, wo die Gegenbewegung kommt. Der ist dann noch in der Spitze runtergegangen auf 49,91. Dann haben sich wieder die Bullen gemeldet. Also, das ist das eine. Und das andere, was mich richtig stolz macht, ist, ich zeige Ihnen mal Trade, was unsere Mentorschüler zuletzt getradet haben. Und zwar, das war das Coole. Tom sagt zu mir, hey Hamed, unser Devisen Experte, der die Forex-Sektion leitet, der sagt, hey Hamid, guck mal, hier ist eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation und das Entscheidende ist, die kommt nicht irgendwo zustande. Das ist hier eine übergeordnete Widerstandszone und ich glaube, der Markt kann hier in Richtung 1,2840 laufen. Schreibt mir das per WhatsApp. Ein Tag später kommen die Mentorschüler und diskutieren von sich aus genau darüber im Forum und ich weiß, dass mindestens drei Mentorschüler genau diesen Trade gemacht haben. Und wissen Sie, was das Allercoolste ist, was mich echt stolz macht? Die hatten genau hier nämlich auch ihre Exit-Zone. Und gucken Sie mal, was danach passiert. Puh. Also 100 Pips mitgenommen, ausgestoppt worden und dann kommt die Gegenbewegung. Schauen Sie, wenn Sie sagen, ich habe keine Lust mehr darauf zu warten, dass mir irgendjemand sagt, mach das oder mach das und andere nachzutraden, wenn Sie sagen, ich möchte meine eigenen Fertigkeiten traden, dann informieren Sie sich jetzt über unser Mentor-Programm. Link finden Sie in der Beschreibung. Sechsmonatiges Ausbildungsprogramm plus, ich sage Ihnen nicht, vertrauen Sie mir. Ich sage zu Ihnen, testen Sie uns. Kommen Sie zum Seminar und wenn Sie nach dem Seminar sagen, nee, der Typ kann nichts, der quatscht nur, der hat mir nichts beigebracht, dann kriegen Sie Ihr komplettes Geld zurück. Wenn Sie sagen, ja, aber wer beantwortet denn meine Fragen, wenn er jetzt ein paar Tage nicht da ist? Meine Mitarbeiterinnen werden Ihre Anfragen in dieser Zeit weiter bearbeiten und deswegen informieren Sie sich über unser Mentor-Programm. So, DAX, schöner Trade, richtig, liebe Formationstrader, das wollte ich eigentlich sagen, richtig schöner Trade. So, DAX, was hatten wir besprochen? Wir haben gesagt, das hier, das ist bullish. Das hier war noch überkauft. Da haben wir gesagt, Moment mal, die Bullen spielen noch mein Lieblingsspiel. Gekommen, um zu bleiben. Wir gehen hier nicht mehr weg. Okay, was machen Sie denn? Boom! Setzen es bullisch fort. Ich hatte Ihnen gesagt, Zielzone ist im Bereich von 12.800, 12.880. Da kommt er hin. Und was passiert danach? Das interessiert ihn gar nicht. Der läuft einfach weiter. Deswegen heißt es ja auch, laufen lassen. Ja, wir sind im Bereich der 13.000. Ja, wir haben jetzt schon wieder 1, 2, 3, 4, 5 Tage höhere Hochs gemacht. Ja, ich will hier, wenn ich denn hier überhaupt etwas tradete, nicht additiv long reingehen. Und ja, ich glaube durchaus, dass ganz kurzfristige Daytrader die 13.000 versuchen, aber die legen auch ihr Stop drüber.
Und die wollen dann auch vielleicht nur 20, 30 Punkte. Und nein, ich sehe hier nichts, was short ist. Ganz einfach. Konsolidiert der Markt hier, so wie hier, ein paar Tage, dann gibt es die Möglichkeit, 13.150 als Ziel zu traden. Unmittelbar unterhalb der 13.000 muss das konsolidieren. Was ich nicht machen wollen würde, stand jetzt von hier aus sofort, weiß ich nicht, in Richtung 14.000 zu traden. Das sehe ich gerade nicht. Konsolidiert er das, dann bin ich wieder mit dabei. Wenn er ein Pullback macht, alles was in Richtung, warten Sie kurz. Ja, alles was in Richtung 12.800 geht, könnte schon wieder von den Bullen mit dem Ziel 12.800, 12.750, 12.700. Von hier aus könnten schon wieder die Bullen loslaufen und wieder in Richtung 13.000 laufen. Geht er darüber hinaus? Ja, dann ist die 12.600 eine größere Unterstützung. Hier muss er dann aber erst eine Formation bilden. Weiß ich nicht, einen Doppelboden oder hier einen Keil bilden oder irgend sowas, um dann wieder da hochzulaufen. Richtig, dass man sagt, oh, der Markt ist jetzt bärisch, wir wollen short gehen, dann muss der hier über den Tag was richtig Schönes bilden. Ansonsten ist das hier eine Zone. Entweder du bist Bulle, du passt deinen Stop an und sagst Lauf Forest, oder du hast keine Position und dann guckst du zu. Dann kannst du weder noch bullisch werden noch bärisch werden. Das ist meine persönliche Meinung. Klarer kann ich es nicht sagen. Den Dow Jones habe ich Ihnen gezeigt. Und auch beim Dow Jones habe ich Ihnen gesagt, Leute, das ist hier, Moment, genial. Also, hier, wir hatten über diese Bullenflagge gesprochen. Das ist die Stange, das ist die Flagge. Und ich hatte gesagt, mit dem Ausbruch ist das Ziel 22.500. Gucken Sie mal. Läuft, 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 läuft. So. Wunderbare Trading-Möglichkeit. Sie wissen, ich hatte es Ihnen gesagt, ich bin hier long. Ich bin da nicht mehr long, weil ich gerade was anderes zu tun habe. Und trotzdem, gucken Sie sich das an. 22.330 hatte ich gekauft. Ich weiß nicht genau, wo das war. So, bis hier war ich dabei. 244 Punkte. Richtig schöne Trading-Möglichkeit. So. Und wenn man was anderes zu tun hat und auf seinen Trade nicht aufpassen kann, dann ich persönlich mach das dann auch nicht. Nasdaq konsolidiert unterhalb der 6000. So. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Widerstandszone ist 6040 mit dieser trendbegrenzenden Linie. Deswegen bin ich vorsichtig zu sagen, wenn die 6000 bricht, dann geht's long. Ja, der Nasdaq zieht gerade nicht mit, aber der S&P 500 bricht aus. Der Dow Jones bricht aus. Der Russell 2000 bricht aus. Ja, warum soll denn jetzt ausgerechnet der Nasdaq total bärisch werden und Zakatumski auf der bärischen Seite machen? Ist am Widerstand, deswegen will ich nicht long reingehen. Ich habe kein Setup, um es short zu traden. Klarer kann ich es Ihnen nicht sagen, als dass ich Ihnen sage, also hier mache ich gar nichts. Silber. Wissen Sie, sollten Sie wissen, wenn Sie regelmäßig meine Ausgaben schauen, bin ich short gewesen, bin ich rausgeflogen. Denn schauen Sie, Silberpreis. Sehen Sie das hier konsolidiert, konsolidiert, konsolidiert? Und ich hatte Ihnen gesagt, Leute, das ist für mich ein kurzfristiger Trade. Spätestens 16,50 ist für mich dieser Trade zu Ende. So, konsolidiert, wir sind. Wie weit bin ich jetzt von meiner Zielzone entfernt gewesen? Eigentlich vom tiefsten Tief. 0,3%. So, sehen Sie, jetzt konsolidiert er hier. Raten Sie mal, wer hier rausgeflogen ist. Genau um 14 Uhr. Ich. War ein super Trade. Waren 2%. Hier. Nichts Falsches erzählen. Hier. Ja, 1,6%. Super Trade. Wir sagen, 1,6%. Ja, ich will ein Stück vom Kuchen haben. Denn auf der einen Seite, liebe Leute, warum sind wir da short gegangen? Schaut mal. Der Markt hat hier eine Konsolidierung gemacht. Dann ist er durchgefallen. Dann hat er eine kleine Gegenbewegung gemacht. Es war in der Stunde so. Deswegen mehr bärisch. Auf der anderen Seite gucken Sie mal, der fällt, 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 fällt. Und ich habe Ihnen in der letzten Ausgabe gezeigt, 16,50, da ist eine offene Lücke im ETF, ist eine übergeordnete Unterstützungszone und deswegen, ich bin da raus. Ist das jetzt ein Markt, den ich kaufen will? Nee, immer noch nicht ein Markt, den ich kaufen will. Denn schauen Sie, wir haben einmal, vielleicht kann ich Ihnen das mal in der Stunde zeigen. Also erstens laufen wir in Richtung einer trendbegrenzenden Linie, aber selbst wenn ich das wegließe, wir haben einmal hier eine Seitwärtskonsolidierung, die bärisch ist, bis in Richtung 17. Das heißt, solange der nicht über die 17 geht, hat er das Potenzial, nochmal hier hinzulaufen und vielleicht sogar darüber hinaus. Und je länger der hier so macht, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass er nochmal die nächste Bewegung macht. Mein Setup war aber dahin, in Richtung 16,50. Erstens.
Zweitens, wenn er das jetzt rausnimmt, dann ist die nächste Widerstandszone 1724. Wir gehen mal in den Tag hinein. Warum 1724? 50-Tage-Linie ist aktuell bei 1711. 200-Tage-Linie ist bei 1715. 20-Tage-Linie ist bei 1723. Plus, das ist hier ehemals diese Widerstandszone, wo er durch nach oben rausgegangen ist. Und das ist jetzt eine Widerstandszone. Das heißt, hier wäre schon wieder eine Zone, wo dann nochmals die Bären eine bärische Bewegung machen könnten. Ich sehe bei Silber, ich zeige Ihnen gleich Gold, nicht so richtig viel Unterstützung hier. Dass ich sagen könnte, okay, vielleicht macht er jetzt ja auch eine Trendumkehr und dann kommen wieder die Bullen rein. Sondern bei Silber sehe ich einfach sehr viel Bärisches und ich sehe einen überverkauften Markt. Auf der anderen Seite ist es so, wenn ich mir dann aber, also nochmal, Silber überverkauft, eine Seitwärtskonsolidierung hätte das Potenzial, die nächste bärische Welle zu machen in Richtung 1620, 1615. Erst wenn der Markt die 17 Dollar rausnimmt, würde ich sagen, das hier muss er nicht mehr zwangsläufig machen. Und erst wenn er die 1723 rausnimmt, dann kann man sagen, hat er das Potenzial für eine bullische Bewegung. Aufgrund des überverkauften Marktes, den wir kurzfristig hatten, war dieser Trade auch für mich kurzfristig. Ich habe die Gewinne mitgenommen. So, ich hoffe auch, dass das ganz klar ist. Bei Gold ist es ein bisschen anders und deswegen muss man sich das auch mit Silber klar machen. Denn Gold läuft zum einen an die 20-Wochen-Linie. Habe ich Ihnen gezeigt, muss ich jetzt nicht extra rausholen. 1724. Dann ist es so, dass Gold hier bei 1763 die 61% Retracement-Marke hat. Dann hat Gold in dieser Zone auch noch hier Widerstand, 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 bullisch aufgelöst worden. Hat eine potenzielle Unterstützung. Das heißt, hier kommt bei Gold einiges zusammen und ich weiß jetzt nicht, wird jetzt der Goldpreis, oh, jetzt habe ich die Linie weggenommen, es ist kein Problem. Und was ich nicht weiß ist, ob der Goldpreis hier zwischen 1280 und 1260 hier so konsolidiert, dann kann er die nächste Welle machen, in Richtung 200-Tage-Linie, in Richtung der aufsteigenden Linie, man sieht die 200-Tage-Linie fast gar nicht, dann wäre das Ziel. Oder schafft es der Goldpreis hier, weiß ich nicht, einen Doppelboden zu machen oder hier einen Keil zu bilden, um dann nach oben zu gehen. Auch das muss er mir zeigen. Schauen Sie, Indizes und die Edelmetalle, die haben ja im Moment eine negative Korrelation zueinander. Und wenn die, während die einen bullisch sind und überkauft sind und am Widerstand sind, sind die anderen bärisch und überverkauft an der Unterstützung. So, man sagt ja immer, den Mutigen gehört die Welt. Und ich sage euch, den Feigen gehören die erfolgreichen Trades. Und deswegen, ich wäre feige. Ich würde darauf warten, dass er mir eine Wahrscheinlichkeit gibt. Prozyklischen, bullischen Ansatz bei Gold. Das heißt so, hier die Wahrscheinlichkeit tieferer Tiefs sind erstmal weggeräumt worden. Der muss wieder über die 1300. Der muss wieder über die 20 und 50 Tage nehmen. Da hat das Potenzial für eine bullische Bewegung. So, damit hoffe ich, dass ich für die nächsten Tage und jetzt gerade aus edukativer Sicht für Sie hilfreich gewesen bin. Wenn Sie mögen, abonnieren Sie gerne den YouTube-Kanal, gehen Sie auf unsere Homepage, da gibt es am Wochenende Ausgaben zu den Edelmetallen, zum DAX. Und ansonsten gibt es mich am Montag wieder und wenn Sie es bis hierhin ausgehalten haben und bis zum Schluss geguckt haben, dann habe ich noch was für Sie. Wenn Sie sich jetzt für unser Mentorprogramm anmelden, kriegen Sie nicht nur 30% Preisnachlass, sondern wir schalten Sie nach Ihrer Anmeldung sofort fürs Mentorprogramm frei. Das heißt, Sie haben dann sogar 10 Monate Mentoring anstatt 6. Das heißt, bis zum Seminar können Sie unsere Hausaufgaben schauen, können zu den Webinaren kommen, können Ihre Fragen im Forum an uns stellen und dann haben Sie noch mehr Wissen, wenn Sie zum Seminar kommen und von diesen hohen Maß an Wissen, was Sie dann sehr fokussiert und konzentriert in 3 Tagen bekommen, können Sie noch mehr profitieren, weil Sie dann schon vorbereiteter dahin kommen. Vielleicht noch ein Grund, noch ein zusätzlicher Grund, sich für unser Mentorprogramm zu entscheiden, um mit erfolgreichen Tradern das Traden zu lernen. Mein Name ist Dr. Snashari und ich wünsche Ihnen eine richtig schöne Restwoche.